Willkommen, ihr Lieben. Oh, ihr hört gar nichts. Oh, ihr hört, glaube ich, gar nichts. Ah, jetzt hört ihr was. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Heute mal ein bisschen kürzere Folge, denn ich nehme jetzt gerade noch so ein bisschen was für euch vor dem Livestream auf, der also am Sonntag kommt oder kam. Ja, für euch ist es ja kam, für mich ist es noch kommt. Aber ich habe wirklich mal mit diesem Account hier... Ich glaube, es ist mein bester Lot. Mein bester Lot hier, deswegen heißt die Folge auch so. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Lot gemacht. Und das komischerweise mit dem Donnerbengel. Mit dem Donnerbengel bin ich im Moment clanlos. Das hat aber einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Der sei ja mal jetzt nicht Thema. Aber ich gehe dann auch ab und zu mal ohne Truppen los. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch macht, wenn ihr mal so auf Clansuche seid. Ob ihr dann weiterfarmt, einfach so mit dem, was ihr so habt. Oder ob ihr sagt, nee, ich will lieber meine Clanburg immer so ein bisschen voll haben. Ich habe mir hier mal einen Clan rausgesucht. Es ist der Clan Pide Fete DL. Die spenden hier wie die Blöden. Und die hole ich mir schon seit Stunden. Oder nicht seit Stunden, sondern hier hole ich mir wirklich schon ohne Ende meine Truppen und Challenging wollte ich gar nicht. Ich wollte nur anfordern. Bodengift Karre. Ich glaube, irgendwas verstehen die hier auch. Teilweise ist es, glaube ich, ein deutscher Clan, teilweise international, keine Ahnung. Aber die geben mir hier in der Regel Truppen, sodass ich nicht ganz so los bin. Ich kann hier sogar ein bisschen spenden. Das heißt also, ich bekomme sogar meine Tagesquests hier fertig. Und ja, vielen lieben Dank, das ist eigentlich schon gewesen und schon bin ich wieder raus, da haben sie mich schön gekickt. Dankeschön, tut uns leid, jo, passt so, kann ich morgen wieder anfragen oder sie laden mich wieder ein, aber ich glaube, ich kann morgen dann wieder anfragen. Das Problem war wahrscheinlich, ich war eben schon mal drin, bin sofort wieder rausgegangen, habe jetzt gerade gewartet, dass ich wieder ein paar Truppen kriege, aber so kann man es machen. Ab und zu battle ich auch mal eben global und dann kann ich hier so ein bisschen weiter Clash of Clans spielen mit dem Account, denn mit dem anderen Account, mit dem anderen Rathaus 10, da muss ich euch das eben mal schneiden, der Schiefbasti ist das, bin ich natürlich so ein bisschen anders unterwegs, das heißt also, ich mache ein wenig, was habe ich denn da gekriegt, ein Erdbeben, naja, egal, bin ich natürlich in den Clan-Kring dabei, weil ich im Clan Herausforderer bin, das ist der Donnerbengel hier leider im Moment nicht. Und deswegen versuche ich hier natürlich das Beste rauszuholen. Alter Falter. Das Beste rauszuholen hier. Was habe ich bekommen? Perfekt. Riesen. Riesen gehen immer. Und deswegen versuche ich ein bisschen mit dem Donnerbengel auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einfach mal dran zu bleiben. Auch wenn er zurzeit ohne Clan ist. Und auch erstmal ohne Clan bleiben wird. Denn der ist ja viel zu low. So ein Low-Account hier, den will ja kein Clan haben. Und deswegen versuche ich mich so ein bisschen hier durchzuschlagen mit diesem Account hier. Hier wollen wir einmal springen und was ist das denn für eine Scheiße? Okay, das ist ein Lava-Hund, so scheiße ist das gar nicht. Aber was können wir denn da eigentlich mal machen? Wir können hier so ein bisschen die Mauer ein bisschen mit aufmachen und wir haben, wir haben Multis. Das ist in Ordnung, wir haben Multis, ich habe aber kein Gift mehr, weil die mir natürlich jetzt so einen komischen anderen hier reingezaubert haben. Aber okay, dann muss die Queen jetzt so ein bisschen was machen mit den Magiern dort. Da ich im Moment ganz, ganz stark auf das Dunkle aus bin, holen wir uns das natürlich auch. Würde ich mal so sagen. Und zwar noch aus diesem Bohrer da oben. Alter, hat er die Bohrer hier so weit außen? Naja, egal. Egal. Da hat er die Bohrer so weit außen und ich hätte auch diese Folge hier echt mal Megaloot nennen können. Das waren, glaube ich, gerade 5000 Dunkles oder so. Donnerwetter. Okay, da kriegen wir aber noch ein bisschen Elex, da kriegen wir noch ein bisschen Gold. Also ich muss mit dem Donnerbengel hier ein bisschen mehr farmen, damit ich so ein bisschen... Ich will ja die beiden Accounts, die beiden Zehner immer so ein bisschen so die Waage halten. Was die Helden... Ach, da hinten. Da war der Bohrer. Ich bin so ein Depp. Oh, scheiße, ich bin so ein Depp. Ah, ja. Mal gucken, aber der kleine Baby-Drache wird jetzt dem King hinterherfliegen und dann werde ich hier Fressfutter. Okay. Naja, habe ich nicht gesehen. Ärgert mich. Trotzdem sind es über 5000 hier gewesen. Noch ein bisschen Gold, ein bisschen Elex. Und aber den Angriff mit dem echten Gigalot. Ich glaube wirklich, es ist mein allerbester Lot, den ich hier geholt habe. Aber die 5000 hier sind auch wirklich, wirklich super. Ich suche mir jetzt mal einen nächsten Rack and Leaf Clan. Da gibt es ja ohne Ende, wo du so ein bisschen Truppen bekommst oder auch mal ein bisschen im Global gekämpft. Aber erstmal, glaube ich, zu dem Angriff Attack Lock. Ihr seht das hier, über 1 Million. Alter, ich habe noch nie
so viel Lot gehabt. Und vor allen Dingen mit diesem Account. Ihr seht das unten an der Clanburg. Ich war jetzt in keinem Clan drin. Ich musste jetzt das nehmen, was ich eigentlich habe. Da sind jetzt, glaube ich, auch Riesen drin, glaube ich. Und ja, dann habe ich immer so ein bisschen, oh, das willst du jetzt alles haben und unbedingt mitnehmen. Also alles hier in die Mitte reingespammt. Ich meine, hier ist von den Infernos nichts mehr da. Das heißt, sie sind ausgebrannt. Aber das Witzige ist, an diesem Tag, und ich schwöre, an diesem Tag, das können mir auch die Clan-Mitglieder vom Clan The Disabled und auch vom Clan Herausforderer bestätigen. Ich habe an diesem Tag, wo ich diesen Angriff gemacht habe, diese Base dreimal angegriffen. Und zwar einmal mit dem Donnerbengel. Er hier hat nämlich im CK noch angegriffen. Allerdings hatte die Base keine Infernos hier stehen. Aber es war die exakt gleiche Base. Dann habe ich die nochmal hier im Farm gemacht. Ja, hier im Farm gemacht. Und mit meinem Rathaus Elver habe ich diese Base hier auch nochmal gedippt. Also ich habe dreimal an einem Tag die gleiche Base angegriffen. Und das fand ich eigentlich auch nochmal zu diesem echt extrem fetten Lot sehr, sehr witzig. Ist mir später erst bewusst geworden. Ich hab gedacht, die Base kennst du doch irgendwoher. Die hast du heute schon mal gemacht. Als ich mit meinem Rathaus 11 nämlich angreifen musste, da habe ich auch gesagt, Leute, die Base habe ich heute schon mal gelegt oder schon zweimal gelegt. Das kriege ich sicherlich hin. Und auch mit dem Donnerbengel, der noch nicht ganz, ja, natürlich, der Donnerbengel hat keine Max-Truppen. Trotzdem muss ich sagen, ging mir das Gelaber in meinem alten Clan so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, wo dann plötzlich gesagt wird, ich meine, ich bin das kleinste Rathaus 10 da. Ja, Dankeschön, ich bin das kleine Rathaus 10 zurzeit da. Aber dass ich mir dann von irgendwelchen Stammmitgliedern, die schon lange da sind, anhören muss, Toto, bitte ganz schnell angreifen, damit wir richtig lange Zeit haben, um zu planen, falls du deine Angriffe so scheiße verkackst, weil du bist ja so ein scheiß kleiner Rathaus-Zehner, dann mach die bitte ganz schnell deine beiden Angriffe, die werden ja bestimmt scheiße, weil ich ja auch so ein ganz kleiner, beschissener Rathaus-Zehn bin, also ich bin ja gerade so Rathaus-Zehn, ich habe auch noch keine Truppen, ich habe keinen Machttrank mehr, nein, habe ich alles nicht, naja. Und da ich das dann doch ein bisschen zu sportlich fand dort, weil man dort scheinbar das Spiel etwas zu ernst nimmt. Also es ist der Clan The Disabled, keine Frage. Aber ich habe gedacht, die nehmen das hier schon ein bisschen zu ernst und die machen sich da alle Kacke an, wenn sie mal verlieren. Oh Gott. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich war schon in Clans drin, die haben verloren. Da habe ich gedacht, die haben alle 10.000 Euro gerade verloren, Cash. Nur weil sie einen Clankrieg verloren haben oder weil irgendeiner scheiße angegriffen hat. Das Gefühl, muss ich sagen, hatte ich bei euch leider auch. Das könnt ihr mir auch nicht krumm sehen oder so. Ich hatte in dem Moment, wo Anos mich da so blöde angemacht hat, mach mal ganz schnell deine Angriffe. Habe ich gemacht. Innerhalb von 3 Minuten habe ich meine beiden Angriffe rausgehauen, 6 Sterne. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ich level jetzt erstmal meinen scheiß Rathaus-Szener. Der ist ja viel zu low hier. Und das ist sowieso ein scheiß Angreifer, ist es ja auch. Mein Gott, das war ein Lucky Shot hier und auch meine CK-Angriffe sind alle Lucky. Die sind alle nicht geplant. Ich hau einfach alles raus und irgendwie werden das 3. Und wenn es dann 3 werden, dann stelle ich mich dahin. Na Leute, habt ihr Fragen? Sind doch 3 Sterne geworden. Ah, es hat mich ein bisschen abgenervt, muss ich sagen. Das sollte eigentlich, ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich wollte euch diesen Gigalot hier nicht ersparen. Also 1,1 Millionen plus noch den Bonus, der kam ja noch oben drauf. Also so viel Loot hatte ich noch nie mit einem Rathaus 10er, auch nicht mit dem Toto, nicht mit dem Avatar. Das ist mir mit dem Donnerbengel, glaube ich, das erste Mal passiert. Ich habe lange in meinen Videos mal ein bisschen recherchiert, wo ich das überhaupt mal zeige. Das ist ja auch sehr, sehr wenig. Aber wie gesagt, es hat mich ein bisschen abgenervt und deswegen eile ich jetzt erstmal mit dem hier ein bisschen clanlos rum, werde mal ein bisschen größer, dass ich bei den Disables vielleicht wieder anheuern kann, wenn ich dann etwas besser bin. Ja, ich meine, ich bin hier low. Ja, muss man sagen, 1559 CK-Sterne, das ist mal dahingeschmissen. Ich habe auch noch nie welche im Rathaus 10-Bereich geholt. Was nicht wirklich stimmt, also auch im Rathaus 10 Bereich habe ich schon welche geholt, auch auf Rathaus 10 Basis, auch welche, die Infernos hatten. Also eigentlich alles tutti, ich weiß gar nicht, was die wollten. Aber ich fand die Sprüche wirklich schon ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Und wenn die nicht mehr verlieren können, weil sie ja so viel Wins haben und immer so einen starken Winstreak haben und sich dann sowas von ankacken, weil sie mal verlieren, nur weil einer noch nicht so gut angreifen kann mit seinem neuen Rathaus oder so, dann
dann ist das für mich kein Spiel mehr. Dann spiele ich lieber woanders, die noch Spaß am Spiel haben. Da gibt es hier ohne Ende Clans. Aber wie gesagt, das sollte nur eine kurze Folge sein vom Livestream, den ich jetzt gleich beginne. Also wer jetzt geschaut hat, der hat jetzt schon in die Zukunft geguckt oder in die Vergangenheit. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Bis dahin, ich bedanke mich und wünsche euch eine schöne Woche. Euer Toto. Clasht.